Ja, moin moin, der goldene September hat angefangen. Wir sind heute mal wieder am Wasser. Florian war vorgestern schon alleine ohne uns. Er hat uns vergessen und hat natürlich gleich den dicken Hecht rausgezogen. Den Drill seht ihr jetzt. Ja. So, jetzt hier ein Hecht auf Spinnerbait. Oh, auch gar kein so schlechter. Oh, alter Falter. Der ist echt nicht schlecht. Alter Falter. Oh, kein schlechter. Alter. Der könnte auch seine 80 locker haben. Schöner Hecht. Das ist doch ein guter Start für den September. Nee, ist noch nicht gleich. Sich im Kraut verfangen. Jetzt ist er frei. Oh, das war echt ein schöner. Oh, was eine Klamotte. Geil. Ja, ich hoffe, euch hat die Szene schon mal gefallen. Ich war sehr glücklich. Das war mal wieder seit langem ein etwas größerer Hecht, 81 cm. Gott sei Dank habe ich die GoPro noch mitgehabt, wollte schon ohne Kamera ans Wasser, weil ich alleine los war. Ja, ich hoffe, die Jungs sind heiß. Wir wollen mehr von diesen Fischen fangen. Jetzt im September ist bei uns hier ganz klar Hecht-Hochsaison, sage ich mal. Und ja, das wollen wir jetzt durchziehen. Ja, genau. Wir werden jetzt gucken, wie bei jedem Video, dass wir die nächsten 2-3 Wochen wirklich oft ans Wasser kommen. Und mal gucken, was wir da alles so Schönes für euch filmen können. So, ich und Florian fahren jetzt zum nächsten Spot. Wir haben hier gestern einen Hecht räubern sehen. Schätzen die mal so auf 80 cm. Also schon ein ziemlich großes Teil. Und ja, wir wollen mal gucken, ob wir da heute irgendwie was reißen können. Wir sehen gleich, was passiert. So, wir sind auf dem Weg zu dem besagten Spot. Hier ist ein schöner Bootssteg. Und genau daneben, da stand gestern, oder besser gesagt, da hat gestern ein schöner Hecht geräubert. Und da wollen wir heute mal gucken, bei denen ich überreden können, aber bei uns mal beißt heute. Oh, hast du die Attacke gesehen? Junge! Ja, aber was für einer, ey! Ja! Scheiße! Ja, goldener September ist das Video. Kurze Erläuterung, warum. Oh, ich dachte schon, wir haben noch einen Live-Biss, haben wir leider nicht. Ich habe gerade ein bisschen Ruhe, die heiße Phase beginnt gleich und Michel versucht hier gerade noch einen schönen Hecht zu kriegen. Genau. Der Spot heute war noch nicht das, was ich erhofft habe, aber das macht auch nichts. Der September ist noch lang, heute ist der 11. Ja, und nochmal, um zum Thema zu kommen, goldener September, das ist der 11. Nee. Heute ist der 11. Sicher? Ist, ganz sicher. Okay, das ist auch kein Problem, heute ist der 11. Okay. Ist es der 11. heute? Ja. Gut. Also, goldener September. Ja, ganz klar, die Temperaturschwankungen, finde ich, Mai und September sind für mich die besten Hechtmonate aus folgendem Grund. Wenn der Frühling so langsam sich zum Ende neigt und der Sommer so langsam kommt,
die Kälte verschwindet, so langsam warmen, ersten warmen Tage im Mai, ja, dann werden die Hechte natürlich auch wieder aktiv, kommen aus den tiefen Löchern wieder ans Ufer und sind natürlich in Beißlaune. Und deswegen ist es im Mai, finde ich, ganz besonders gut zu angeln. Und das habt ihr ja auch schon in unserem Video gesehen, Ende der Schonzeit. Das hat schon wunderbar geklappt. Dasselbe natürlich im September, wenn der heiße Sommer vorbei ist und die Fische sich von Sparflamme wieder auf Vollpower umstellen, kriegen wir natürlich auch wieder die Bisse. Das Wasser wird kühler, die Tage werden kühler, die Nächte werden länger. Und ja, so denke ich, werden wir im September wieder die besten Chancen haben, genau wie im Mai, schöne Hechte zu kriegen. Dann im Winter ist es wieder so, da hauen sie wieder vom Ufer ab und ziehen in die tiefen Löcher. Da kriegen wir dann am Ufer natürlich nichts mehr. Das Kraut stirbt ab, wir haben weniger Krautfelder. Und so ist es im September und im Mai, wie ich finde und Michel auch, die besten Hechtmonate. Darum goldener September. Nur, um euch das mal kurz zu erläutern. So, und jetzt versuche ich noch einen schönen Hecht zu fangen. Hat bislang noch nicht so gut geklappt, außer den ersten. Den habt ihr gesehen, 81. Gleich schöner wie alle letztes Jahr, aber soll natürlich nicht der letzte bleiben. Ihr werdet sehen. So, wir haben den Spot abgefischt. Ging herzlich wenig mehr. Mehr erhofft auf jeden Fall. Ne? Mehr erhofft, genau. Ja, wie es dann meistens ist, wenn man die Kamera mit hat, klappt es ja dann doch nicht. Wir werden mal gucken, wenn wir es zeitlich noch hinkriegen, fahren wir jetzt noch zum anderen Spot. Aber ich denke mal, das wird bald zu dunkel. Und ja, wir melden uns wieder. Bis dann. Das hat ja gut funktioniert. Nämlich nicht. Jawohl! Nein! Oh! Nein! Jawohl! Jetzt aber, mein Lieber. Okay. Ja, wir sind hier heute mal wieder an der Aller. Unsere alte Stelle, die Buhnen abfischen. Florian seine Pechsträhne leider immer noch nicht abgerissen. Zwei schöne Attacken auf Spinner, aber jetzt gar keine kleinen, ne? Nee, ich hoffe, ihr konntet es einigermaßen sehen mit der GoPro. Ich glaube aber schon, ja, ärgerlich wie immer. Wie bereits gesagt, ich habe den Spinnerbait abgemacht, jetzt auf meinen guten Spinner wieder zurückgegriffen. Den ich natürlich nicht so schön durchs Kraut ziehen kann, weil er öfter mal hängen bleibt. Aber mit dem Drilling natürlich bessere Chance, wenn dann mal einer sich zum Beißen überreden lässt, dass er auch hängen bleibt. Wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Wir haben die Buhnen abgefischt. Ich glaube, die beiden Hechte, die jetzt draufgegangen sind, werden heute nicht mehr beißen. Wir kommen mal einen anderen Tag nochmal wieder und hoffen, dass da noch ein oder zwei Räuber zu überlisten sind. Auf geht's. Auf geht's, würde ich sagen. Alles klar. Bis später. Jawohl! Hecht! Jawohl! Ihr habt's gesehen. Die Hechtsträhne von mir reißt nicht ab. Hecht Nummer 5.
darf weiter schwimmen. Zum Verzweifeln. Und das noch nicht mal auf Spinnerbait. Nicht aufgeben heißt es. Wir machen weiter. Das war aber ein knallharter Biss gerade. Wirf da hin. Da kann doch kein Kraut sein. Doch, doch, doch. Da vorne nicht. Oh, Fisch. Ja, sag ich doch. Oh, ich kann's besser. Den hatte ich gerade. So, endlich haben wir mal einen im Drill. Mann, und der hing bei mir. Und den hat Even gerade gehabt. Hier, kannst du mal den Kescher geben? Ah, warte hier. Beruhig dich. Wo ist er? Even hat alles im Griff. Jo, endlich. Das hat er auch mal. Ich war jetzt hier. Mach mal, zieh ihn mal aus. Bisschen, ne? Ist nicht so groß. Aber oh, aber ist ein Hecht. Oh, scheiße, ich krieg ihn nicht rein. So. Super. Ehrlich. So. So, weiteres zeigen wir euch. Wir fahren jetzt und dann geht's weiter. Yes! Ich tippe mal auf 60. Jo. Schöner Fisch. Geil, ich freue mich. Nach so vielen Fehltagen endlich mal wieder einer, der hängen bleibt. Weiter geht's. So, der September neigt sich dem Ende zu. Eine Woche haben wir noch Zeit. Und wie auch schon im Video Spinnfischen im Spätsommer, muss ich die alleine verbringen. Michel ist auf Montage und Even ist mit der Klasse unterwegs, also bin ich jetzt der Einzige, der noch ans Wasser kann. Und ja, wir haben auch gleich einen Wetterumschwung. Jetzt ist, glaube ich, der letzte warme Tag endgültig gewesen. Ich glaube, 10 Grad weniger haben wir es jetzt, sind wir bei 12. Wird immer dunkler, also jeden Tag geht die Sonne eher unter. Und ja, eine Woche haben wir noch Zeit. Viel Pech gehabt bis jetzt und ich hoffe, dass wir noch ein oder zwei vor die Kamera kriegen. Mal schauen. So, da ist er, endlich mal ein kleiner. Der auch mal wieder sitzen bleibt. Kein Riese, aber immerhin ein Hecht. Ja, kleiner sollten sie nur nicht unbedingt werden. Ich schätze mal, nach 30, 40 höchstens geht sofort zurück. Egal, immerhin ein Hecht, ich bin zufrieden, weiter geht's. Und selbst bei dem Kleinen sind die Finger wieder blutig, also immer aufpassen. Aber das gehört zum Hechtangeln einfach dazu. So, ich bin jetzt mitten in der Buhne, wo ich eben den Kleinen hatte. Hier habe ich in der Einzähne doch auch schon einen verloren, falls ihr euch noch erinnern könnt, der nur am Spinnerblatt saß. Und ja, hier hatte ich auch noch einen bis vor ein paar Tagen. Mal gucken, ob wir noch einen zum Beißen überreden können. Jawohl! Und da ist auch schon wieder einer. Wieder nicht so groß. So, Finger sind schon blutig. Aber ich fasse trotzdem noch einmal rein. Hier voll durchs Kraut geballert. Schöner kleiner Hecht. Eigene Fortpflanzung, das freut mich natürlich. Du darfst noch wachsen, der geht zurück.
Wenn man die Kamera nicht anhat, fängt man Meterhechte. 1,12 Meter gemessen habe ich ihn schon. Nochmal ein richtig, richtig fettes Vieh. Wiegen will ich ihn jetzt nicht. Zu viel Quälerei. Ich zeige ihn noch einmal. Dann kann ein richtig, richtig geiler Hecht. Ein wahnsinns fettes Vieh. Alter, ist der dick. Geil. 1,12 Meter. Hammerfisch. Traum. Oh, sehr schwer. Ja, ein Traumbote war ein wirklich würdiger Abschluss, würde ich sagen. 1,12 Meter Hecht fängt man auch nicht alle Tage. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehabt in unserem Team. Bin sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Das war ein richtig schöner Fisch. Ja, das war, wie gesagt, der Abschluss für dieses Video. Jetzt wollte ich noch kurz die fängigsten 9 Köder. Ihr habt ja im Video Spinnfischen im Spätsommer die große Ködervorstellung von uns gesehen. Das will ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Das könnt ihr euch da gerne nochmal anschauen. Hier nochmal die Besonderheit, die wir dieses Jahr neu getestet haben. Und ja, was da so Besonderes war. Und zwar haben wir dieses Jahr hauptsächlich mit Spinnerbaits geangelt, wo ihr gesehen habt, wo ich sehr viele Fische und Bisse drauf versemmelt habe. Hier auch schön zu sehen, dass schon durch die ganzen Bisse der Lack, sag ich mal, abgeplatzt ist. Hier sind einige Modelle von Balza. Ich muss sagen, ein sehr geiler Köder, weil er unter Wasser verdammt große Wellen schlägt mit den beiden Spinnerblättern und die Hechte da wirklich sehr gut drauf gehen. Das Einzige, was ich da, wie ihr es ja gesehen habt, Probleme mit hatte, war der Einzelhaken. Ich hole hier nochmal einen raus. Der hier hängt. Wenn die Fische das Spinnerblatt oder die Spinnerblätter, sage ich mal, attackieren, kann es halt, wie ihr gesehen habt, dazu kommen, dass er sich, dass der Haken nicht fasst und somit ihr viele Fehlbisse habt. Großer Vorteil natürlich, ihr könnt ihn durch Kraut ziehen, durch Moos natürlich auch nicht, da ist der Haken ruckzuck voll. Der hier hat schon einiges abgekriegt, selbst der Haken geht schon die Farbe ab. Riesenvorteil, der Haken ist nadelscharf. Kann ich nur empfehlen, also wenn ihr einen Biss habt, da bleibt jeder Fisch bei hängen, wenn er sich dann auch den Haken schnappt. Ansonsten, diese Blätter hier machen unter Wasser wirklich tolle Druckwellen, da sind die Fische ganz geil drauf und nur zu empfehlen. Ja, zu dem Meterhecht nochmal, der hat auf dieses Modell hier gebissen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr von was er war, ihr seht, er ist noch ziemlich nass. Bronze, großes Spinnerblatt, dreht auch sehr gut unter Wasser, macht sehr große Druckwellen. Und wahrscheinlich, was ich hier sehr toll fand, das seht ihr jetzt nicht, weil es noch nass ist, es plüscht richtig auf. Die roten Puschel hier am Haken, die den Hecht wahrscheinlich nochmal mit der Farbe extra Beißlaune einflößen. Ja, damit wie gesagt der 1,12 Meter. Auch ein wirklich guter Köder, ein Nachläufer da noch drauf gehabt, der sich allerdings nicht zum Beißen hat überreden lassen. Und wenn es dann etwas dunkler war, wo die Spinner dann nicht mehr so gegriffen haben, haben wir zu Gummifischen gegriffen. Ihr seht, der Schwanz ist ab. Hiermit habe ich auch angefangen. Nadelscharfe Haken, grelle Farben und ja, ein bisschen Glitzer mit rein. Das ist gerade im Dunkeln wirklich sehr fängig. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.